Ja, zunächst sollte man erstmal definieren, was man unter Diversität versteht, weil Diversität oft auch als Synonym verwendet wird für Heterogenität und entsprechend sollte man diese beiden Begriffe erstmal definieren. Heterogenität ist, sind die unterschiedlichen Merkmale von Personen in Bezug auf eine Gruppe. Das können jetzt zum Beispiel Studierenden in Bezug auf Hochschule sein. Und Diversität ist eben dieser Umgang mit diesen unterschiedlichen Merkmalen, zum Beispiel eben von Studierenden. Und wenn man dann jetzt schaut eben auf die Dimension von der Diversität, kann man auch verschiedene Punkte achten. Zum Beispiel eben, dass Studierenden sehr heterogenität sind. Das heißt wirklich, sie sind sehr vielfältig und lassen sich nicht in bestimmte Raster eingliedern, eben weil sie so vielfältig sind. Und entsprechend ist es als Lernenden eben besonders wichtig, dass man nicht auf einzelne Gruppen von Studierenden achtet, sondern eben auf die Gruppe im Gesamten. Also zum Beispiel von einem Seminar, dass man eben die Studierenden in ihrer Vielfalt innerhalb eben dieser Gruppe von zum Beispiel einem Seminar sieht. Und gleichzeitig ist es auch besonders wichtig, dass man eben im Hinterkopf behält, dass Barrieren, die Studierenden im Hochschulalltag begegnen können, sowohl sichtbar sein können als auch unsichtbar, weil das eben auch wichtig ist in dem Moment, wo ich zum Beispiel Studierenden berate, zum Beispiel bei der Erstellung eines Schreibprojekts, können dann zum Beispiel sichtbare Barrieren sein, dass Studierenden eben ankommen und sagen, sie wissen nicht, wie sie ein Thema finden sollen. Das wäre dann zum Beispiel eine sichtbare Barriere. Gleichzeitig könnte es aber auch sein, dass eben sie dieses Thema nicht finden, weil sie innerlich blockiert sind und es gar nicht äußern können. Und da ist es dann für mich als Lernenden eben wichtig, dass man das auch im Hinterkopf hält, wenn man eben die Studierenden berät. Da sollte man unter anderem auch auf die Schreibforschung in Bezug nehmen. Das heißt, dass man dann zum Beispiel darauf achtet, auch hier wieder die Vielfalt, die Heterogenität von Studierenden eben auch in Bezug auf Schreibprojekte. Das heißt, wir haben es mit unterschiedlichen Schreibertypen zu tun und gleichzeitig, gerade auch im heutigen Hochschulalltag, haben wir es auch mit einer Vielfältigkeit an Studierenden, die aus unterschiedlichen Gründen an Hochschulen gekommen sind. Das heißt, wir haben Studierenden, die zum Beispiel vielleicht schon mal ein Studium besucht haben, aber das dann abgebrochen haben und zum Beispiel jetzt ein neues Studium anfangen, die zum Beispiel auch schon Schreiberfahrung haben. Wir haben Studierenden, die kommen direkt aus der Schule, die jetzt noch nie wirklich wissenschaftlich gearbeitet haben und entsprechend diese Erfahrung nicht haben. Und entsprechend ist es da eben auch wichtig, dass man da diese Vielfalt an Schreibenden berücksichtigt und es in den Hochschulalltag mit einbindet, das heißt zum Beispiel in die Beratung oder eben auch im Hinblick auf Seminare, dass man zum Beispiel, wenn man Seminar gestaltet, dass man eben nicht nur eine Strategie vorschlägt, sondern eben verschiedene, damit eben Studierenden anhand ihrer eigenen Schreibertypen, anhand ihrer eigenen Erfahrung auch entscheiden können, wie sie eben vorgehen. Ja, bei Online-Veranstaltungen gibt es verschiedene Vor- und Nachteile in Bezug auf Präsenzveranstaltungen. Was Präsenzveranstaltungen und Online-Veranstaltungen gemeinsam haben, ist, dass gewisse Barrieren auftreten können. Und da ist es eben wichtig als Lehrende, dass man eben diese Barrieren vor Augen hat und entsprechend reagiert und entsprechend dann auch die Studierenden unterstützt. Das können jetzt im Hinblick auf Online-Veranstaltungen zum Beispiel sein. Der Umgang eben mit dieser Plattform oder mit dem Tool, mit dem man arbeiten möchte und gleichzeitig, dass man Schreibstrategien zum Beispiel, die man einsetzen möchte, entsprechend den Online-Möglichkeiten eben adaptiert, weil nicht alles, was man Präsenz bisher gemacht hat, lässt sich online umsetzen. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, diese Strategien so umzusetzen, dass man es trotzdem an die Studierenden herantreten kann. Beispielsweise bei Adobe Connect gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich eben Studierenden aktiv mit einbinden kann, indem ich zum Beispiel Umfragen gestalte und dann dadurch die Studierenden aktiv mit in die Lehrveranstaltung mit einbinde und somit auch in Kontakt trete mit den Studierenden.